Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Im letzten Part haben wir uns wieder hier ein bisschen weiter umgeschaut und ich habe hier tatsächlich einen Weg zu den Stromschnellen gefunden und heute habe ich wieder meinen großartigen Rekruten mit dabei. Genau, Rekruten, Caillou. Ja, die Rekruten sind wieder mit dabei. So, hallo. Oh, ja, ja. Sequenz. Ich will auch so einen Schwanz. Ich will mal zu dem runter. Hallo. Hallo. Ich nenne dich jetzt Jürgen. Hallo Jürgen. Oh Gott, was hast denn du für Augen? Okay, sie sehen ein bisschen psycho aus, das stimmt. Gottes Willen. Ja, du schon wieder. Weißt du schon wieder? Hast du mich schon mal gesehen oder was? Du kannst ja mich durch deine Grundkleidung nicht täuschen. Du willst doch eine leere Flasche, nicht wahr? Hast du deine Lektion immer noch nicht gelernt? Was zum Geier willst du von mir? Ja, quiek. Oh, okay. Der gibt mir einfach so eine Flasche? Oh. Was? Nein. Okay, aber. Zu früh gefreut. Zuerst musst du weniger als 2 Minuten durch alle Ringe im Fluss schwimmen. Du liebst Warum? Sowas, ja. Nein, ich hasse sowas. Nein. Na, wenn's sein muss. 20! Was? 20 Ringe! Ja, okay, ich gebe dir einen Tipp oder einen Hinweis. Es ist nicht sonderlich leicht, glaube ich. Ja, danke. Also Leute, es kann gleich lustig werden. Oh Gott. Und dann auch noch in der richtigen Reihenfolge. Okay, ich glaube, du brauchst mindestens 10 Mal. Aber du hast ja noch ein paar Stunden Zeit. Oh toll, jetzt... Und dann muss ich dir mal noch folgen. Oh Gott. Naja, damit du die richtige Reihenfolge drauf hast. Caillou, Liebes, was hast du mir da eingebrockt? Wieso? Du wolltest eine Flasche haben, soweit ich weiß. Oh Gott. Um Gottes Willen. Um Gott. Seit wann schreibt man ein Komma vor einem Und? Wo ich es jetzt gerade sehe. Vor einem Und schreibt man doch kein Komma. Ich zeige dir den Weg, also folge mir. Ich weiß, dass er dadurch... Ich zeige dir, also folge mir und fall nicht zurück. Klar, also dadurch will er Hauptsatz in Nebensatz trennen. Nein, nein. Also folge mir ist ein eingeschobener Nebensatz. Das ist schon klar. Allerdings trotzdem schreibt man doch vorne im Und kein Komma. Doch, das ist ein eingeschobener Satz. Deswegen wird der abgetrennt. Also ja, kannst du vor dem Und das Komma schon schreiben. Das hat was mit also folge mir zu tun. Ja, das ist mir schon klar, weil ich dachte eigentlich, dass die Regel so war, dass man vor einem Und kein Komma schreibt. Es gibt Regeln, da heißt es, man kann vor einem Und ein Komma schreiben, muss es aber nicht. Aber in dem Fall macht das schon Sinn, weil also folge mir etwas Eingeschobenes ist in den Satz. Ja klar, weil es ein eingeschobener Nebensatz ist, der einfach mal den Satz splittet, aber doch trennt. Wobei es kein richtiger eingeschobener Nebensatz ist, weil also folge mir... Ach nee, ist doch ein... Doch. Ist ein Nebensatz, ja, also stimmt. Folge mir... Doch, ja. Naja, also folge mir kann man eigentlich als eingeschobenen Hauptsatz gelten, nicht als Nebensatz. Ja, stimmt. Weil ein Nebensatz nicht alleine stehen kann, also folge mir kann aber alleine stehen. Ach, ist doch egal, wir sind jetzt hier nicht im Deutschkurs. Vor allem nicht bei mir. Du hast damit angefangen. Nein, du. Aber bei dem Und konnte man schon das Komma davor schreiben. Das ist nicht falsch gewesen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das sind die Ringe. Geh da runter. Ja, hallo? Hallo? Das fängt schon gut an. Ja toll, ich komm nicht mehr durch den ersten Ring, weißt? Was ist denn das? Oh, hallo? Oh, ja toll, ich komm nicht mehr durch den ersten. Oh, ich kann nicht mehr. Großartig. Naja, mach mal weiter, dann kannst du schon mal ein bisschen üben. Yay! Großartig. Das ist wirklich herrlich. Großartig. So, okay.
Da, okay, da, ich sehe ihn, da schwimme ich jetzt durch. Jawohl. Okay, ja, jetzt klappt das, ich mache das doch ganz gut. Ja, ich kann sowas. Ich bin absoluter Profi. Profi hier, ja, ihr seht es ja, Profi bei der Arbeit hier. Absoluter Vollprofi. Manche liegen halt ein bisschen fies. Da musst du halt gucken. Aber bisher sieht das ja echt ganz gut aus. Also bis auf der erste. Der erste war natürlich der schwierigste. Der erste war klar. Der erste war der beste bis jetzt. Also den ersten habe ich bis jetzt am besten gelöst. Stimmt, ich glaube, es gab welche, da musst du ein kleines Tickchen rausschwimmen. Jetzt schwimm. Aua! Nein, nicht gegen die Wand schwimmen! Nein, ach du Arschloch, geh da durch! So. Wo ist ein Ring da? So. Ich glaube übrigens, du bist zu langsam. Meinst? Ja. Wie kommst du drauf? Aber eigentlich gar nicht mehr so schlecht in der Zeit, weißt? Und dafür, fehlen nur vier Ringe. Dafür, dass du so verkackt hast, bist du echt nicht schlecht in der Zeit. Da musst du ein kleines Stückchen rausspringen, ja. Naja, gut. Okay, du schaffst dann echt, es. Das könnte aber dann einfach werden. Beim nächsten Mal. So. Ja, okay, ich hab dich mal wieder unterschätzt, Entschuldigung. Ja, wunderbar. Der erste Ring hat aber mich eigentlich erst bestätigt. So. Dann mal da durch. Ich krieg das hin. Ich hasse sowas, aber ich krieg das hin. So. Mich irritiert das Geräusch von ihm, auch wenn es lustig ist. So. So. Aua! Ich finde, als Zora lässt es sich auch echt eigentlich ganz angenehm schwimmen, finde ich. Ja, ab und zu ist es mal ein bisschen gemein von der Steuerung her, aber es passt eigentlich. Ich finde, das geht eigentlich ganz gut. Ja gut, aber das Gemeine ist halt nur, weil es ein bisschen schwammig ist ab und zu. Aber es liegt halt daran, dass es ein altes Spiel ist. Ich würde am liebsten den ganzen Tag Delfin spielen und rausspringen. Ein eigenes Spiel, nur so Delfin springen, genau. Yay. So, da war jetzt links gleich einer, bei dem ich so verkackt habe. Da guckst du, genau. Und jetzt ist da einer. So, ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Nein, sowas darf ich nicht sagen. Sonst verkacke ich. Stimmt. Sag's lieber nicht. Konzentrier dich, du grenzdebiles Suppenhuhn. Konzentrier dich durch da. Drei Stück noch. Jawohl, zwei Stück noch. Komm. Oh nein, nicht durchspringen. Doch. Hüya! Yay! Voll gut. Oh Mann, bin ich gut, Mann. Ja! Das ist der absolute King hier, weißt, beim zweiten Mal. Das war perfekt. Natürlich war das perfekt. Das habe ich echt gespielt. Absolut perfekt. Ich wollte nur mal kurz zeigen am Anfang, wie man das nicht machen sollte. Ach so, nur deswegen, okay. Ja, natürlich. Ich bin halt absolut sicher. Das ist klar. Das ist perfekt. Ist. Was? Ist gar nicht gut. Ja, doch, ist gut. Ach ja. Nein. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass ich nochmal gegen so einen schwimme. Nein. Ich wusste doch, da gab's einen Haken. Nein, ich will gar nicht erst nein. Nein, bitte nicht, eigentlich. Nein. Was? Nein. Eine leere Flasche? Ja, gib doch einfach her. Ja, eine leere Flasche. Keine Sorgen, kleiner Bruder. Für uns stellt eine leere Flasche einen Schatz da. Ja, das ist schön, dann gib ihn mir halt einfach. Nein, ich will zu meiner Mama. Du sollst sie haben, wenn sie auch... Na. Wer hochfliegt, kann auch tief fallen. Das trifft gerade ganz gut auf dich zu. Gerade noch so gefreut und jetzt liegt er schon wieder am Boden und weint. Der ist wahrscheinlich voll gut. Schau mal, der hat eine Sonnenbrille auf. Wieso? Du hast doch gerade gesagt, du bist hier voll der Pro, also machst du das jetzt. Ich dachte, du wolltest an dich glauben. Die Regen bleiben unver... Ich sag ja, das war eigentlich ein bisschen schwerer. Ich habe mich schon gewundert, warum du das... Naja.
Quietsch. Mama. Yay! Ich will doch nur noch zu meiner Mama. Ich will nur noch zu meiner Mama und mich bei ihr ausweinen. So. Okay. Okay. Dadurch. So. Okay. Okay, ich bin voll der Überpro. Gut. Dadurch. Ja. Okay. Okay. So. Ja, ich krieg das hin. So, dadurch. Dadurch, das ist ein bisschen arschlochmäßig, aber das kriege ich hin. So. Wunderbar. Und dann dadurch. Sehr schön. Sieht doch gut aus. Verschrei's nicht. Oh nein! Entschuldigung. Aua! Nein! Ich sag doch, verschrei's nicht! Jetzt bin ich schuld, na toll. Ja, wer sonst? Du hast noch 53 Sekunden Zeit. So, okay. Ja, jetzt noch rechts, okay. Oder? Ja, ist klar. Habe ich schon gesehen. Ja, der ist nämlich echt fies. Habe ich schon gesehen. Du musst dir die richtige Reihenfolge einhalten. Ach, ja, guck mal, das sieht doch gut aus. Verschreiß dich! Wie kann man dich ärgern, indem man sagt, dass du etwas gut machst? Ja, Junge. Ach, guck mal, das läuft doch. So. Jetzt geht er durch. Zwei Ringe noch. Ja, komm. Yay. Okay, geschafft. Er hat es geschafft, kleiner Bruder. Ich bin halt der absolute King hier, absoluter King des Universums. Und gleich beim ersten Mal. Ja, natürlich. Jetzt geschafft, großer Bruder. Siehst du diesen coolen, Ventilator da auf meiner Brust? Der macht. Gibt wohl nichts, was wir tun können, kleiner Bruder, außer vielleicht in die Flasche reinkacken. Ew. Aber was ein. Okay, er spricht mir sogar aus der Seele. Egal. Hey! Wir haben dich unterschätzt. Ja, ich bin halt der absolute King. Es ist halt, ja. Ja, es kann passieren. Man erkennt halt nicht sofort, dass ich so ein übergöttliches Wesen bin. Es ist halt Ja. Erkennt man halt nicht sofort. Ja, es ist. Ja. Jetzt übertreibst du ein bisschen. Nein. Doch. Hallo. Achso, ihr seid. Achso, das seid ihr. Achso. Ich habe euch jetzt gerade gar nicht erkannt. Gibt's hier sonst noch was? Ich glaube nicht. Allen Anschein noch. Nein. Ja, was ist jetzt, wenn ich hier so entlang gehe? Dann komme ich wahrscheinlich nur unten am Ziel wieder raus. Ähnlich wie es bei den Coronenrennen ist. Kann gut sein. Aber ich will's rausfinden. Nicht, dass da hinten, nicht, dass dann da hinten irgendwie ein Herzteil auf mich wartet, weißt? So, ich trau's dem Spiel nämlich zu. Und ich trau dem Spiel viel zu. So ein schönes Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Das merkt man. Kann ich da irgendwie... Ich will da durch. Da komme ich nicht durch. Ja, man merkt, dass du dieses Spiel liebst. Als Zora ist es sogar sehr schön, muss ich sagen. Ich mag es als Zora. Ich finde, er schwimmt unfassbar cool. Man ist Weil so er sich halt immer so dreht. Man ist so schnell. Yay. Ja, vor allem, wenn du ein bisschen weiter nach rechts oder links schwimmst, dann dreht er sich immer so cool, finde ich. Ja, stimmt. Aber die beste Funktion ist das Delfin-Spielen. Das ist allerdings wahr. Soll das eigentlich einen Damm darstellen, oder was? Na klar. Was denn sonst? Das sind doch Biber. Weiß ich doch nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube nicht, dass du da was finden wirst. Da hinten wird mich gar nichts erwarten. Oh Gott, der Mond schon wieder.
Hier oben. Oh nein. Das wäre aber echt. Weißt du, das wäre halt echt ein gutes Versteck. Wobei, nein, ich hab's. Ich hätte es gefunden, also. Ne. Schon ziemlich cool. Ja, das wäre irgendwie ein cooles Versteck. Hast du jetzt vor, zurückzuschwimmen oder willst du dich irgendwo hin schwingen? Gute Idee, das könnte ich eigentlich auch. Naja, was machen wir denn jetzt als nächstes? Das ist halt jetzt die Frage. Ich könnte mal mein Geld einzahlen. Ja. Alter, wir hätten noch rausfinden können, was wir mit dieser Melodie anfangen, aber ich weiß das jetzt gerade auch nicht mehr so genau, wie das war. Hm. Oder muss man die da auf der Bühne spielen oder so? Sich da hinstellen? Ach, wahrscheinlich muss man da auch noch irgendwas mit dem Licht anstellen und so. Nehm keine ich mal Ahnung. An. So, dann will ich jetzt mal kurz. Hey! Mhm. Das könnte ich eigentlich machen, oder? Ja. So eine gute Idee. Ja, ich glaube, das mache ich sogar. Aber vorher will ich trotzdem mein Geld einzahlen. Man weiß ja nie. Mhm. Richtig. Das heißt, wir holen uns jetzt das Herzteil. So. Dann erstmal hier bla bla bla. Ja, einzahlen bitte. Ich finde dem seine Tinte absolut genial. Ja, das so, stimmt. Das sind 5 und 3 und 135, okay. Wirklich bla bla bla, genau. Oh, der Kontostand bringt 2000. Komm zurück, wenn du ein paar Reichtümer gesammelt hast. Okay. Dann müssen wir hier rüber. Denn wir müssen ja nach West-Ungu-Stadt. Jo. So. Nein, Ost-Unruhstadt. Was wolltest du jetzt nochmal machen? Ich wollte mir die Urkunde holen, damit ich das Herzteil holen kann. Ach ja, genau. Okay, dann muss ich kurz ein Mensch werden. Okay, hier, lass mich mal durch. Oh. Eins, drei, vier, so. Fünf, zwei. So, nein. So. Also, mir fiel, ich glaube, bei meinem Spielstand war es 1, 3, 4, 5, 2. Das kam, mir nämlich jetzt so in den Kopf. Das kann ja nur krass. Komisch. Ich glaube, ich weiß meinen Code noch auswendig und ich habe ewig nicht mehr gespielt. Ändert sich das oder ändert sich das jedes Mal, wenn du ein neues Spiel startest oder ja. was? Ja. Das ist cool. Ja, sonst könntest du ja einfach in jedem Spielstand einfach sagen, oh, was war denn der alte Code? Nein, nicht ganz. Geben nicht wir ganz. Das mal man könnte. Nein, man könnte auch einfach einbauen, dass das Spiel intelligent genug ist und dass man einfach, dass es sich ja sonst einfach nicht durchlässt. Ach so, nee. Das kann man einbauen, das ist ja bei Spielen von heutzutage oft so. Dass man das quasi erstmal triggern muss, damit, das dann zukünftig immer funktioniert. Okay. Richtig. Brauchen wir die Vogelschachtelpolka nicht auch, wollte ich gerade sagen, aber naja, dafür ist es eh schon zu spät wahrscheinlich. Ja. Außerdem muss ich dann ja genau wissen, wo dieses Herzteil ist und wenn ich das nicht schaffe, dann kriege ich Ärger von dir. Ach. Als ob ich irgendwie böse sein könnte auf mein Kajulein. Wer weiß. Zum wieviel tausendsten Mal? Keine Ahnung, ich will es glaube ich gar nicht wissen. Ich finde diesen Mond so creepy, ey. Der ist mega creepy. Also, dieser Gesichtsausdruck von dem Mond, der ist halt echt. Echt krass. Ja, generell wie der aussieht, ist schon echt krass. Mhm. Also ich finde das ja schon echt irgendwie so ein kleines bisschen furchteinflößend. Mhm. So. Mondträne. Okay. Es
geht schneller so. Jo. Ja, ja, klar. Außerdem ist ja gleich die Vogelstatue da, wo diese andere Sequenzler ist. Stimmt. So. Ja, das ist der schnellste Weg so, das ist klar. Ja. So, einen wunderbaren, schönen, guten Tag. Und ja, zack, er ist wieder nett zum Deku. Eben hat er ihn noch versucht, irgendwie mit dem Schwert zu treffen und zu schimpfen, ne? Und jetzt? Ja, hallo, ja, jetzt geht's auch um den Herzteil. Nur dann ist er gut für dich, ja? Sehr ergebnisorientiert. Ja, natürlich. Und tschüss. Auf. Schöne Flieg mal schneller oder ich schieß dich ab. So. Vor allen Dingen, wie dieser arme Deku der Meinung ist, er muss so lange in dieser Pflanze da sitzen, bis jemand ihm irgendwie diese Pflanze abkauft. Hm. Wo rennst du jetzt hin? Zum Dämmerwald? Willst du nicht auch einfach das Lied der Schwingen spielen? Da gibt's doch keine Vogelstatue. Echt nicht? Nee. Ach so. Nicht, dass ich wüsste. Ja, stimmt. Also ich kann mich jetzt an keinen erinnern, sagen muss man so. Ach so, man könnte ja nur dann zum Tempel, ne? Richtig. Ja, okay. Und dann ist es so halt dann doch die schnellere Variante. Hier gab's nichts. Voll mit den Goronen. Hier gab's wirklich nirgends, wo, ne? Nee. Okay. Also außerdem, schau mal, jetzt bin ich schon hier. Ja, ja, klar, stimmt schon. Das ging schnell. Aber zu den Zoras kannst du dich hinschwingen. Das ist richtig, ja. Ich finde das ja so lustig, wie du den Oktopus ausgetrickst hast. Das war krass. Eigentlich voll tricky. Ja. Ich glaube, so war es nicht gedacht. Nur, dass es halt irgendwie gar nichts gebracht hat. Nö, nicht wirklich. Aber du konntest dahin. Immerhin. Ja, es war cool. Du wolltest halt schon mal die Gegend checken. Ja, was mir viel gebracht hat. Mhm. Eigentlich hat es mir nur so viel gebracht, dass ich mich aufrege, aber naja. Psst. Mehr hat es mir nicht gebracht. Viele Nerven hat es mich gekostet. So, dann muss ich hier zur Bergsiedlung. Da ich mich ja nicht direkt in das Dorf beamen kann. Ach, stimmt, da musst du auch noch hin. Ei, wo es mir gerade einfällt. Mhm. Wo es mir gerade einfällt. Genau, du warst da doch. Du wolltest doch was zum Fressen haben. Weißt du, was der essen will? Ja. Was? Ein Stück Fleisch. Hier oben, verzeih, bla 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 bla. Ja, und wo bekomme ich ein Stück Fleisch her? Ja, da irgendwo, ne? Ich will ja nicht zu viel verraten. Ich habe eine Idee. Ah. Was hast du vor? Ich will mal kurz was nachschauen. Ist das Wasser nicht ein bisschen kalt? Ach, das ist Zora-Link. Dem macht es nichts aus. Krass. Ich hätte jetzt fast erwartet, dass dich das Herz so kostet. Aber hier ist nichts. Schade. Ja, aber du brauchst tatsächlich wirklich ein Stück Fleisch. Oh! Kann ich da unten durch? Nein, kann ich nicht. Okay. Ja, gehst du raus? Hallo? Gehst du? Danke. Naja, ich brauche tatsächlich ein Stück Fleisch und das bekomme ich irgendwo her. Mhm. Die Frage ist nur, woher? Tja. Es ist halt die Frage, ob du es wissen willst oder ob du es rausfinden willst. Also prinzipiell gesehen würde ich ja sagen, ich will es wissen, weil ich dann Herzteil vermute. Nein. Aber ich will mir natürlich auch nicht alles so sagen lassen. Was will ich auch selbst herausfinden, weißt? Ja, wir können das ja mal ein anderes Mal machen. Jetzt bist du ja hier gerade mit den Dekos beschäftigt. Eben.
willst immer alles auf einmal. Ja, stimmt. Das kann schon sein. Ach halt, ich muss der Deko sein. Bei dem. Ich glaube, da musste ich ein Deku sein. Ja, genau. So, ja, bla 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 bla. Gut. Ist aber trotzdem halt echt die Frage, wo bekomme ich ein Stück Fleisch her? Das ist nicht leicht. Keine Ahnung. Werde ich aber das sicherlich noch rausfinden. Bestimmt. Ansonsten habe ich ja dich. Genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass das echt tricky war. Oh okay. Gott, das war echt... Oh nee. Das so war nicht schlimm? Ja, es war echt anstrengend. Willst du mir nicht doch lieber sagen? Später. Wir machen jetzt erst was anderes, sonst bist du wieder so abgelenkt. Ich bin immer abgelenkt, das weißt du. Ach so, okay. So, ich hoffe jetzt mal, dass das jetzt gerade die richtige Porta war. Ja, das sieht nach dem richtigen aus. Oh, hi Schildöte. Glubschi. Glubschi ist noch da. Hallo Glubschi. Ja, du hast ja noch die Zeit nicht zurückgespult. Nee. Glubschi ist toll. Ich mag Glubschi. Ja, ich auch. Der ist wirklich niedlich. So. Jetzt muss ich überlegen. Das war in ihrem Zimmer. Das war da hinten. Dann holen wir uns da noch kurz das Herzteil. Aber dafür muss ich wahrscheinlich wieder ein Zora sein. Nehme ich mal an. Hallo. Der ist komisch. Voll der Stalker. Gering. Okay. So, dann muss ich dann da wahrscheinlich wieder normal sein, nehme ich mal an. Ja, danke, dass du vorbeischaust. Und zählen nur Zoras. Darfst du dir den verkaufen? Okay, ja, bla bla bla. Ach, apropos, was willst du mir eigentlich verkaufen? Ist das dein Zimmer? Ja, ja, es ist mein Zimmer. Seeloft tut mir nicht gut, deswegen will ich gerne ein Zimmer mieten. Kann nun wirklich nichts. Ja, willst du mir was verkaufen? Oh. Das ist alles. Nein. Das heißt, ich muss bei dir wieder ein Deku sein. Kein Problem. So. Tachchen. Hä? Ja, aber... Hä? Hör auf mich zu trollen! Als Mensch, sonst? Kann ich es dir so geben? Nein. Ah! Ach so, jetzt kapiere ich das erst. Ich muss ein Gorone sein. Ich muss ein Gorone sein, weil es eine Goronen-Urkunde ist. Weil es eine Urkunde für das Goronenfeld ist. Stimmt, das kann sein. Jetzt kapiere ich das. Und genau so ist es. Ah. Stimmt, das war dann auch noch ein bisschen tricky. Jetzt kapiere ich. Das bedeutet, ich muss das dann nochmal machen und dann muss ich den nächsten Deku als Zora ansprechen. Dann bekomme ich da sicherlich auch wieder ein Herzteil. Jetzt ist der Part zwar übertrieben lang, aber jemandem habe ich das Herzteil. Und wir haben die Flasche. Also alles erreicht, was wir erreichen wollten. Richtig, und das in einem super extended Part. Wieso, wie viele Minuten hat er denn jetzt schon wieder? Das willst du nicht wissen, glaube ich. Nee? Komm, sag. Eine halbe Stunde. Naja, geht ja noch. Das sind 10 Minuten über. Ja, okay, das ist viel. Okay, es ist ein Herzteil. Yay! Und es ist eine Flasche, wir haben in dem Part echt viel erreicht, da kann man nichts sagen. Ja, in den anderen Parts davor, Naja. Nicht so viel. Aber egal,
passt schon. Dann würde ich mal sagen, beenden wir diesen Part mit einem Marsch durch das Wasser. Geil. Wunderbar. Ja, wir beenden diesen Part mal hier mit einem wunderbaren Marsch durch das Wasser. Während wir hier den Part beenden, werden wir ein paar Fische rekrutieren, dass sie uns schön in unserem Kampf gegen... Yay. In unserem Krieg gegen... Wen ziehen wir denn in den Krieg, Kaio? Gegen die Monsterfische im Meer. Ja, aber wir rekrutieren doch Fische. Ach so. Wenn man nicht weiß, gegen was man einmarschieren muss, dann einfach gegen die Polen. Mit Fischen. Mit... Naja. Hilfe, was willst du gerade? Wen rekrutierst du? Ich will egal. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, wir marschieren hier einfach noch ein bisschen durch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play. The Legend of Zelda Majora's Mask mit Kaiulein für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Marsch. Tschüssi. Ciao.